EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist in New York mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres zusammengetroffen, um über eine engere Zusammenarbeit zu beraten. Guterres mahnte zu einem konsequenten Handeln hinsichtlich der vielen Herausforderungen, mit denen die Welt derzeit konfrontiert sei. Kein Land kann diese Probleme alleine lösen. Wir brauchen mehr denn je einen Multilateralismus, aber nicht irgendeinen, denn es gibt keine Organisation, die mit den Problemen dieser Welt auch nur im Ansatz alleine fertig wird. Wir brauchen einen vernetzten Multilateralismus. Die Partnerschaft zwischen der EU und den Vereinten Nationen muss der Grundpfeiler dafür sein. Wir haben uns gerade erst von der Pandemie erholt, als Russland den sinnlosen und grausamen Einmarsch in die Ukraine begann, der schlimme Auswirkungen hat, nicht nur für die Menschen in der Ukraine, die entsetzlich leiden. Dieser sinnlose Krieg hat auch enorme Auswirkungen auf die ganze Welt. Von der Leyen kritisierte, dass Russland mit der Blockade der Getreideausfuhr aus der Ukraine Millionen von Menschen in den Hunger treibe. Sie dankte den UN für deren Einsatz, sich um eine Lösung zu bemühen, den Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer abzuwickeln.